Christopher ist krank und obdachlos. Nur mit viel Mühe hat er sich in diese katholische Notunterkunft in Dresden geschleppt. Bis zum Morgen darf er bleiben. Mein Sprunggelenk ist komplett zerrissen. Sämtliche Innen- und Außenbänder, alles kaputt. Und Straßenleben macht es nicht besser, oder? Macht es eher noch schlimmer. Kommst du nicht zu Ruhe? Kommst du auch hier nicht zu Ruhe? Nach Kaffee, aber ich kann sich wenigstens mal hinlegen und trocknen. Der 28-Jährige hatte Mietschulden und deshalb seit 2 Jahren keine Wohnung. Das Jobcenter habe ihn auf 200 Euro gekürzt. Auch deshalb kommt er hierher für eine Mahlzeit und ein Bett. Bis zum Sozialamt runter haben wir alle den Finger gezeigt. Was wollen Sie denn hier? Ja. Hilfe wollen wir haben. Die wurde weggeschenkt. Und woran lag's? Na, irgendein Behördenquatsch. Bürokratenscheiß. Scheitern an der Bürokratie. Das ist hier vielen passiert. An Formularen, Ämtern, aber auch an sich selbst. Obwohl alle Anspruch auf Hartz IV haben. Helfer Steffen Kühn hat das oft erlebt. Dann verstehen sie teilweise die Formulare nicht. Dann wird keine Post aufgemacht. Sie kommen dann eins zum anderen, wo sie dann aus der Wohnung fliegen. Und jemanden mit Mietschulden zurückzukriegen, ist ganz schwer. Heißt ja, in Deutschland muss niemand auf der Straße leben. Das ist unfug. Völliger Blödsinn. Das Essen ist gespendet. Die Übernachtung kostet einen symbolischen Euro. 20 Menschen finden im Nachtcafé Unterschlupf und werden ehrenamtlich betreut. Die Geschichten ähneln sich. Job weg, Hartz IV, familiäre Probleme, Alkohol und dann nicht mehr gekümmert. Das Leben auf der Straße ist dann bedrohlich nah. Glenn hatte immer mal eine Wohnung. Gerade ist er wieder ohne. Sein Hab und Gut trägt er bei sich. Wechselsachen. Und als Nötigste. Zeigen Sie mal. Duschzeug, Waschzeug. Ein bisschen Post. Ins Essen. Ja, hier. Das wurde uns heute Abend mitgegeben. Ihr ganzes Leben in dem Rucksack. Ja. Momentan, ja. Schlafplatzsuche in einem der extra leergeräumten Gemeinderäume. Neben der Heizung ist leider schon besetzt. Da möchte ich jetzt aber nicht rein. Glenn ist 31. Zurzeit bekomme er gar kein staatliches Geld, erzählt er uns. So wie er es sieht, lebt er auf der Straße, weil das Dresdner Jobcenter mit der Miete gebummelt habe. Die haben es zwar überwiesen, aber zu spät. Aber das geht ja dem Vermieter dann auch irgendwann. Wie gesagt, auf den Keks. Ich denke mal, das können Sie sich auch gut vorstellen. Wenn dann jedes Mal das Geld zu spät kommt. Und ja. Auf Nachfrage teilt das Jobcenter mit, Glenn bekommt tatsächlich kein Geld, weil er seinen Hartz-IV-Antrag nicht ausgefüllt hat. Trotz Aufforderung. So seien dem Amt die Hände gebunden. Ortswechsel, Borna. Helfen, bevor es zu spät ist. Wolfgang Osterkamp und Kerstin Schröter sind auf Rettungsmission. Beide arbeiten bei der Erwerbs- und Sozialhilfeinitiative Leipzig. Ein Verein, der hilft, wenn aus Menschen Fälle werden. Wenn Sie im Jobcenter hingehen, das ist wie eine Art Konfrontation. So, und jetzt brauchen die eine unabhängige Leute, die sie beraten. Daher haben wir auch ein anderes Vertrauensverhältnis zu den Personen. Ihre heutige Klientin ist mit Amtsbriefen, Anträgen und Behördengängen komplett überfordert. Fast hätte das zur Obdachlosigkeit geführt. Komm rein. Dana ist 30, auf Hartz IV und alleinerziehende Mutter. Als die Zwangsräumung wegen Mietschulden drohte, hat die Wohnungsgesellschaft sie zum Hilfeverein geschickt. Manche Briefe manchmal habe ich nicht so frisch verstanden, mit den Papageien und so. Wohl auch deswegen hat sie das Ausmaß ihrer Situation lange verdrängt und die Schuld bei anderen gesucht. Naja, weil das mit dem Jobcenter dann immer Probleme gehabt. Da war mal meine Akte weg auf dem Jobcenter, da haben sie dort mal wieder was gesucht, da haben sie wieder Unterlagen angefordert, wo sie schon drin hatten. Und da hatten sie dann kein Geld mehr gezahlt. Vorsicht, das glaube ich nicht ganz. Das Jobcenter macht auch Fehler, das sind auch ganz einfach nur Leute, aber viel, das habt ihr
Sie und Ihr Ex haben da eine große Aktie mit dran. Ganz offen, komm. Dass Formulare durchaus einschüchtern können, streiten die Helfer gar nicht ab. Das ist eine Anhörung, 21 Seiten. Abweichend vom Paragraphen 50 SGB X, SGB 10, dann kommt die ganze Rechnerei. Und das ist dann eben halt, wo die Leute verzweifeln. Dana hat gerade noch Glück gehabt. Jetzt kümmern sich andere. Ihr Hartz-IV-Geld kommt auf ein Sonderkonto des Vereins. Das sichert, dass sie Miet- und Stromgeld nicht verschludert. Den Rest teilt sie sich selbst ein. Ihre Obdachlosigkeit ist abgewendet. Bleiben noch Mahnungen, Inkassoschreiben, Schulden. Wird schon noch ein paar Tage dauern. Das ist jetzt so schnell nicht zu regeln. Also da muss eine ganze Menge gemacht werden. Der Ordner ist dick. Dick genug. Und es sind 3 davon. Tja. Ob Dana ihre Behördenohnmacht ohne die Helfer je in den Griff bekommen hätte. Zurück im Dresdner Nachtcafé. Hier wird keinem die Behördenpost geordnet. Die hier Unterschlupf suchen, haben sich von einem Leben mit Wohnung, Arbeit, Familie längst verabschiedet. Sich selbst kümmern? Oft nur ein guter Vorsatz. Obwohl es manchmal im Kopf doch dann irgendwann mal so ein Punkt kommt. Ja, man könnte doch mal, aber ist nicht so. Man könnte mal was. Auch mal den Arsch mal wieder bewegen. Für Christopher wird es wieder eine harte Nacht. Sein Bein schmerzt. Ohne Hilfe ist er verloren. Er lebt unterm Radar. Das mit ihm und dem Sozialstaat ist gründlich schiefgelaufen. Das ist Leben. Mhm. Das Leben ist traurig.